Ich lebe Wolfenbüttel. Ich genieße es, mitten im Zentrum zu wohnen. Denn so bekomme ich direkt mit, was hier passiert. Ich kaufe hier in den Geschäften ein und gehe gern mit meinen Freunden essen. Samstags bin ich regelmäßig auf dem Markt. Einige Marktfrauen kennen mich schon. Sie mich vielleicht noch nicht, aber ich wette mit ihnen, auch sie werden mich in der Stadt einmal treffen. Denn ich bin gern unterwegs und unter Leuten. Finden Sie nicht auch, dass ein gutes Miteinander die Basis ist für eine Stadt, in der sich alle Menschen wohlfühlen können? Deshalb ist das mein Ziel als neuer Bürgermeister von Wolfenbüttel. Der bisherige Bürgermeister kandidiert nicht mehr und das gibt uns die Möglichkeit für Veränderung und neue Perspektiven. Auch im Rathaus. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Generationenwechsel. Wir brauchen gute neue Ideen, um die Zukunft unserer Stadt gemeinsam zu gestalten. Dafür übernehme ich die Verantwortung und das möchte ich gemeinsam mit Ihnen angehen. Ich packe an. Ich spreche nicht nur über Themen, sondern ergreife die Initiative und suche konkrete Lösungen. Das habe ich schon früh gelernt, als Kind bei den Pfadfindern und später besonders im Einsatz mit dem Technischen Hilfswerk. Ehrenamtliches Engagement begleitet mich schon mein Leben lang. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, was Menschen mit ihrer Begeisterung und Hilfsbereitschaft gemeinsam bewegen können. Ich kann Menschen führen. Aktuell bin ich als stellvertretender Geschäftsführer und Personalleiter im AWO Psychiatriezentrum Königslutter für 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Mittlerweile habe ich über 10 Jahre Erfahrung in Führungspositionen und 3 Studienabschlüsse unter anderem in Unternehmensführung und Management. Ich höre zu, auch Ihnen. Aktive Beteiligung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Schon für mein Wahlprogramm habe ich fast alle Menschen in Wolfenbüttel gefragt, welche Ideen sie für die Zukunft unserer Stadt haben und was ihnen besonders wichtig ist. Das werde ich fortführen mit neuen Beteiligungsformaten in der Stadt und in der Verwaltung. Am 26.09. wird in der Stichwahl ein neuer Bürgermeister für Wolfenbüttel gewählt. Und das möchte ich sein. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Ich bin Dennis Berger.